Was haben wir hier alles? Eine Leiche. Viel Geld. Das heißt schon mal nichts Gutes. Das heißt, wir werden bald wieder auf irgendeinen Jumpscare oder irgendwas treffen, wenn schon so viel Geld irgendwo rumliegt. Oder es kommt wieder ein paar Haufen Magie oder Spider-Splicer. So genau weiß man es dann. Da weiß man sowas nicht. Ionische Schrot hätte ich trotzdem gerne. So. Dann ab in Eve's Garden. Hallo, Sequenz. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Es ist tatsächlich eine Stripbar. Oder ein Stripclub zumindest. Klar, dass wir auf der Bühne Geld finden. Aber ich meine, ich habe nichts dagegen. Geld ist cool. So. Finden wir auch die alte, frühere Striptänzerin noch? Irgendwo, die uns dann kreischend mit ihren Fingernägeln die Augen auskratzen will? Eventuell. Könnte ich mir vorstellen. Kommen auf jeden Fall zu den VIP-Logen hier oben. Na okay, eigentlich nicht. Oder? Uah! Uah! Ich will doch nur hacken. Und zwar ein nach dem anderen eigentlich. So, dann sowas, dann sowas, dann sowas, sowas, sowas und den hier und... Ah, da. Ich dachte schon. So, aufs Maul. Einfach mal alles aufdecken, so viel Zeit muss sein, um festzustellen, dass das Ding überhaupt funktioniert. So, darüber, da hoch und jetzt eigentlich nur noch gerade rüber. Zack. Fertig. Und jetzt mal ein kleines Ding einwerfen. Ganz ruhig, ihr müsst euch nicht gegenseitig attackieren, ihr gehört beide zu mir. So, dann sind wir hergekommen. Darum geht's nicht weiter. Geht's hier weiter? Hallo. Ich höre einen Big Daddy. Und ich sehe eine Little Sister. Und ich höre Spider-Splicer, wenn mich das nicht alles täuscht. Ja. Einfach mal hier so. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich bin enttäuscht von mir. Bounces sind anfällig für panzerbrechende Munition. Ja, das, ja gut, ich habe vielleicht Rosie schon fotografiert. Das kann sein, aber Bouncer noch nicht. Oder ist... Ja, vertraut nicht auf die Worte, die gerade aus meinem Munde kommen. Wusste ich's doch. Ja, ich glaube, da hat gesessen. Komm her, Kleine. Doch. Mann, die sträuben sich immer alle, obwohl ich ihnen doch nur helfen will. Mann, 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 Mann. So, wieder ein bisschen Adam gesammelt. Wunderbar. Danke, Nicker. Ist doch kein Problem. Aber ich hätte noch mehr Adam. Ist da noch was drin? Kleine, nicht wegkicken. Ist da noch was drin? Ist da noch was drin? Ah, keine Antwort. Ja. So. Auf jeden Fall gewappnet. Hallo. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Ja, bitte. Los! Kletter hoch, Kleine. Wie du willst, du Kommst du her?
Lalalala. Pharaos Fortune Casino. Cool. Ich wäre fantastisch. Ja, wir sind... Gott, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Na, wir erkunden immerhin so ziemlich alles. Das ist doch auch nicht verkehrt. Ich höre sie schon wieder, diese hässlichen Spider-Splicer. Nächstes Mal mache ich's besser. Das bringt ein Mädchen in Fahrt. Nein. Ah! Habt das jetzt? Waren das jetzt alle? Hoffentlich. Einmal kurz die Jukebox benutzen beim Warten. Ah! Das sind nur Spielautomaten, shit. Das sind auch nur Spielautomaten. Alter! Hab dich mal nicht so, ich stehe doch noch lange nicht in deinem Bereich. Komm. Einmal hacken das Ganze. Mit dem Hackebeil die Kamera hacken. Um festzustellen, dass wir ganz schleunigst hier lang müssen, hier lang müssen. Und. Boah. So. Und. So. Und. Ah. Da. Da. Okay. Ja! Überall keine Munition. Oh! Hallo, Houdini Splicer, ich hasse dich. Da können wir es noch heilen. Da haben wir wieder eine Jukebox. Da haben wir wieder so ein komisches Ding mit Wodka. Mit tschetschenischem Wodka. Haben wir noch einen Whisky und ein Audiolog. Ich habe gerade den Befehl bekommen, Anna Culpepper kalt zu machen. Das ist keine Kriminelle oder so eine abgebrühte Agentin. Wir sprechen hier von einer vollgedröhnten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. Das ist hart. So, hier hinten haben wir alles. Moment. Geht's da drüben oben noch weiter? Nö. Okay, das heißt, es geht unten weiter. Lalalala, irgendwo anders. Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft. Komm schon! Treffen sollte man auch noch. Verkomplizier die Sache nicht! Verurteile mich nicht! Alter! Macht es uns beiden nur schwer? Nicht der Höhe. Bin ich eigentlich scheiße? Okay, ich spare mal die Frage. So, geht doch. Das Schöne ist, mit dem komischen Scheinwerfer, hier hat man wenigstens Licht beim Durchsuchen. Das ist wenigstens was Positives. So. Meine Sammlung ist nun fast komplett. Bald werden wir suchen, wo unten der wahre Künstler ist. Sag dem alten Arschgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war! Ist verständlich. Hallo? Verstoß gegen die Ausgangssperre ist unverzeihlich. Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen sich Schwierigkeiten. Hallo? Oh oh. Bist du Korns Botenjunge? Ich hab was für diesen Zug. Halt ein bisschen bei meinen Kätzchen, Süßer. Ich ahne nichts Gutes. Wow!
Ja, man sollte vielleicht. Also ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, endlich mal mehr auf die Decke zu achten. Das ist alles nur ein Spiel, Botenjunge! Cohen, Ryan! Zwei dumme Jungs, die sich gegenseitig ans Bein pissen! Ist okay. Da geht's auf jeden Fall raus. Ich bin davon noch gar nicht fertig. Schwanzkasten. Wo denn? Ich verpisse mich jetzt sofort. Mann, wo sind denn die Kack-Spider-Splicer? Ich höre die doch. Mann! Cohen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans Cohen. Meine Kätzchen! Du hast meine ganzen Babys umgebracht! Direkt, wo er kann. Anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen, wie jeder andere Knecht, säuert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal, wie schön es auch klingt, hört den Geruch von dem, was er wegtut. Hier, friss Maske. Das tut gut. Oh, nee. Oh, ja. Komm, jetzt will ich wieder her. So. Ah! So, da haben wir auch gleich das zweite Foto von dreien, ohne das erste zurückzubringen. Ja, kommt vor. Ach nee, lass mal. Ich bin da nicht ganz so scharf drauf, als totes Foto an der Wand zu hängen. So, jetzt haben wir hier hinten alles. Da unten fehlen uns noch zwei Teilchen in Eve's Garden. Erstaunlicherweise. Ach klar, man könnte bestimmt hinter der Bühne weitergehen, sehe ich gerade so. Naja. Halt diese Musik. Ah. Aufs Maul. Wo sind wir zur Hölle? Das ist ja einfach nur krank. Sinclair Spirits. Nein. Na, auf die habe ich wieder gar nicht geachtet gerade. Ah, wir müssen essen. Ah, hier oben rum und. Ah, oh mein Gott. Nein. So, das war knapp. Ah, die sind creepy, sorry. Bisschen Alkohol schadet nie in solchen Situationen. Schalter!